So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Projekt, wenn auch nicht direkt ein Let's Play im eigentlichen Sinne. Ich heiße euch herzlich willkommen, ihr als meine Zuschauer, Freunde, Kollegen, was ihr auch immer seid, welchen Rang und welchen Namen ihr habt, ich heiße euch willkommen bei meinem Mr. Mers Let's Play von Harvest Moon für den guten alten Super Nintendo, das Super Nintendo Entertainment System, ja. Ein Retro-Spiel, dem wir uns widmen und einem etwas besonderen Projekt. Ihr fragt euch bestimmt, warum starte ich nicht direkt ins Spiel durch und erkläre, was das ist, was ich hier überhaupt mache, warum ich das tue. Weil es hierbei sich um eine etwas besondere Art und Weise eines Let's Plays handelt, einer sehr persönlichen Art und Weise. Und ich deswegen ein paar Minuten, ein, zwei Minuten brauchen werde, um euch einzuweihen in meine Pläne, um ein paar Erklärungen zu geben und dementsprechend einzuleiten. Jeder, der vorhat, dieses Let's Play zu verfolgen, sollte sich diese jetzt anhören. Wer sich sagt, viel Gerede um nichts, das gefällt mir nicht, der darf jetzt ganz gerne ausschalten, denn das wird der springende Punkt in diesem Let's Play sein. So, generell ist zu sagen, Harvest Moon ist ein Spiel, welches vom Spielgeschehen her an sich nicht viel Platz für actionreiche Kommentare übrig lässt. Es ist sehr, sehr wie sagt man das, ohne dass es dumm klingt? Es wiederholt sich sehr stark, das, was man machen muss. Es ist ein klassisches, ich wiederhole einen Ablauf mehrere Male, um dadurch einen besseren Ertrag zu erreichen. Spiel macht an sich aber eine unglaubliche Menge Spaß und hat auch, wie so vieles, was ich auf diesem Kanal vorstelle, meine Kindheit geprägt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist das Besondere an diesem Projekt? Der Plan mit diesem Projekt ist es, mir einfach mal den Frust von der Seele zu reden. Mir einfach die Möglichkeit zu geben, die ich doch damals beim Bus-Simulator hatte, Themen, die mich interessieren, Freischnauze anzusprechen und diese auch quasi mit euch zu teilen. Meine Gedankenvorgänge, euch quasi ein wenig zu erläutern und mir einfach mal den Frust von der Seele zu reden. Nicht nur Frust, sondern vielleicht auch positive Dinge, also generell einfach ein Sprachventil für mich zu sein. Das Ganze natürlich unter dem Deckmantel, dass ich hier immer noch dieses Spiel vorstelle und primär auch meinen Kommentar dazu abgebe. Das heißt, es wird sich um das Spielgeschehen handeln, ich werde auch aktiv spielen und am Spiel teilnehmen. Allerdings wird auch der Fokus darauf liegen, dass ich meine Meinung hier ein wenig, beziehungsweise meine aktuellen Dinge, die mich beschäftigen, auch hier frei Schnauze loswerden kann. Das Ganze ist entstanden, weil ich ohnehin einfach mal Harvest Moon spielen wollte. Das war der erste Grund. Dann wurde mir jetzt von vielen Leuten, von mehreren Seiten nahegelegt, mir doch einen Extra-Kanal für, ja, Philosophie und Personen- bzw. gesellschaftsspezifische Themen anlegen sollte. Da mir das allerdings ein bisschen zu weit entfernt ist von dem, was ich eigentlich vorhabe, lässt sich das hier ganz gut kommentieren, denn jetzt ist die dritte Problematik. Harvest Moon interessant als Let's Play zu gestalten, ist eine Aufgabe, die sich als bestimmt nicht sehr leicht herausstellen wird. Und gerade deswegen ist das Ganze mit einem pikanten Beigeschmack am besten noch zu versehen, um das Ganze auch für Zuschauer, die dem diesem wiederholenden Spielgeschehen ein wenig abgeneigt sind. Ja. Das waren auch schon meine Two Cents quasi, was ich dazu sagen wollte. Wichtig ist noch, falls ihr ein Thema besprochen haben möchtet, jederzeit in die Kommentare und ich entscheide mich dann für eins oder mehrere und fülle die Zeit, die ich dieses Projekt, die ich in dieses Projekt investiere, fülle ich dann damit. Wichtig ist, dieses Projekt kommt immer dann, wenn ich etwas zu sagen habe, wenn ich Lust habe, das zu tun, da es auch, wie gesagt, ein Sprachventil für mich ist und dementsprechend, ja. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das kommt. Es wird einfach gemacht, weil ich dazu den Drang habe im Moment. Und schauen wir mal. Ich lege mich jetzt auch noch nicht auf eine Mindestlänge jeder Folge fest. Sagen wir mal, 20 Minuten sind angepeilt. So ungefähr. Aber ihr kennt mich. Ich halte mich da nie dran. Gut. Ich würde sagen, damit haben wir den ganzen Kokolores hier mal geklärt. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Ich hoffe, ihr habt mir zugehört. Und ich würde sagen, wir wechseln mal in den Emulator. Wählen Harvest Moon aus und los geht die wilde Reise, meine Freunde. Harvest Moon, sehr schön. Gibt's übrigens auch eine Menge anderer Ableger noch. Und so sehen wir die Spielgrafik. Wir sehen unseren Hauptprotagonist mit der blauen Mütze, seine weinende Mutter, die von meinem Vater aufgehalten wird. Denn Eltern müssen auch lernen, ihre Kinder loszulassen. Sehr subtil verbreitete Nachricht. So, hier vorbei an der schön hier, ne, ländlichen Idylle. Wir treffen einen alten Farmer mit seiner Kuh, essen erstmal ein Reisbällchen, was natürlich, wie soll ich das sagen, asiatisch angehaucht ist, unterhalten uns mit dem Farmer, der unterhält sich mit seiner Kuh und geht dann wieder. So,
wunderbare Geschehnisse. Wir sehen sogar ein glückliches Küken mit seinem Muttertier. Und wir sehen eine stilistisch sehr, sehr schön gemachte Intro-Bildschirmeinheit. Ich habe mich versprochen, deswegen klingt das jetzt so komisch. Und ein freundliches Willkommensschild. Ein Willkommensschild in der Welt von Harvest Moon. Einer etwas idyllischen, na doch vielleicht ein bisschen naiv geprägten Weltanschauung einer Farm. Und einer sehr ländlich gelegenen Gegend. Wahrscheinlich in Asien, beziehungsweise, naja, nicht in Asien, aber die Entwickler sind, glaube ich, asiatisch, ne? Ja. 1996 ist das Spiel rausgekommen. Wir haben hier drei Optionen für den Super Nintendo, typisch nicht so viel. Und Grafikeinstellungen, sowas gab es damals sowieso noch nicht. Wir können Fortsetzen drücken, was wir aber nicht brauchen, weil wir haben, wie gesagt, auch gar keinen Spielstand. Oder doch? Nein, kein Eintrag. So, das heißt, ups, wir gehen mal zurück, wenn ich das kann. Ja, so, ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Mit dem Super Nintendo Emulator bin ich jetzt nicht so vertraut. Drücken auf Start und starten unsere wundervolle neue Reise. Das doch tun. Aufs Neue. Wir haben hier zwei Tagebücher. Das ist einfach ganz normal. Spielstände ist aber ganz schön in Szene gesetzt, denn ein einfacher Speicherstand wäre dem Szenario nicht gerecht gewesen. So, da ist unsere Farm. Und da ist doch unser erster Kollege, unser erster Kontakt, mit dem wir reden. Das ist das Interface des Spieles, beziehungsweise das Gesprächsinterface. Und ich vertone den dann auch mal ganz nett. Hallo, du bist derjenige, der hier auf der Farm arbeitet? Wie heißt du? Und wir werden gleich mal, wie beispielsweise auch bei Rollenspielen wie Pokémon, ganz dezent auf unseren Namen ja, hingearbeitet. Und wir nennen uns, wie sich das so typisch ist, für einer meiner Projekte einfach mal... Hä? Mo? Und was fehlt jetzt noch, um meinen Namen perfekt zu machen? Ein großes R. Sehr schön. Wir könnten auch ein Herzchen wählen beispielsweise, aber ich glaube nicht, dass wir ein Herzchen spielen nehmen wollen. So. Okidoki. Was Harvest Moon eigentlich ansonsten beinhaltet für Spielelemente und worum es überhaupt geht, habe ich noch gar nicht erwähnt. Kommt aber später noch, wenn ich denn die Zeit finde. Die erste Episode ist übrigens nur für Erklärungen da, damit ich dann in der zweiten auch gleich mit Fragen durchstarten kann. Mör, ich bin der örtliche Warenhändler. Jeden Abend komme ich vorbei und hole die Waren aus der Sammelbox ab. Schön, dich kennenzulernen. Rede mit den Leuten im Dorf. Sie werden dir mit Sicherheit weiterhelfen. Das werde ich tun. Du guckst ein bisschen grimmig. Da ist auch meine Sammelbox. Und der gute Kollege schafft uns direkt weg von unserer Farm und führt uns in die Stadt. Sogar mit dem Truck, obwohl der Weg jetzt nicht so groß ist. Wichtige kleine Information übrigens noch. Die Farm haben wir von unseren Eltern bekommen, die weggezogen sind für 2 Jahre. Die Zeit, die man hier hat, ist begrenzt auf 2 Jahre. Und dementsprechend, ja, ne, sind wir jetzt alleine als Junge auf dieser Farm. So. Das ist das Spielinterface, beziehungsweise das ist die Ebene, auf der wir uns bewegen können. Von 2D um runter geguckt, wir können uns hier, wir können ja eigentlich mit allem interagieren, wenn es denn einen Punkt gibt, mit denen zu interagieren. Und wir können rennen und ansonsten halt noch Werkzeuge benutzen und hier welche auswählen, aber wir haben halt im Moment noch kein Werkzeug. So, der gute Kollege lässt uns jetzt ja auch nicht raus, weil er wieder sagt, ich schlage vor, dass du noch ein wenig mit den Leuten sprichst. Das werde ich nämlich postwendend tun, denn wir wollen hier uns ein paar erste Kontakte knüpfen, was natürlich relativ untypisch ist, dass man eine lange Zeit auf der Farm lebt mit seinen Eltern und die Leute ihn nicht kennt. Egal, wen haben wir denn hier? Sei gegrüßt, ich bin ein wandernder Händler. Leider habe ich im Moment nichts anzubieten. Wenn du etwas verkaufen willst, kannst du jederzeit vorbeischauen. Ich habe aber leider nichts zu verkaufen. Der steht hier auf seinem Teppich, so schön, wenn man ins Dorf reinkommt und bietet einem Sachen an. So, was haben wir denn hier oben? Das sieht doch schon ganz schön grün und freundlich aus. Da treten wir doch gleich mal in die Pforte ein, stört ja keinen, dass wir ungebeten reinkommen. Und das sieht doch nach einem Geschäft aus. Das ist so der klassische Geschäftslook. Hier oben quasi die Verkaufsebene, wo wir Gegenstände raussuchen können, die wir uns kaufen wollen. Hinten ein Hinterzimmer, wo die Person drin lebt. Und hier die Person, die wir ansprechen müssen. Willkommen! Danke. So, die hat aber auch nicht viel mehr zu sagen, habe ich das Gefühl. Willkommen! Überhaupt nicht wiederholen sind deine Worte, junge Dame. Alles ist in bester Ordnung. Ja, danke. Was haben wir denn hier? Merkzettel der Floristin. Das heißt, wir haben es hier mit einem Blumenladen zu tun. Tomaten, Maiskolben, Steckrüben, Kartoffeln, Gras. So, Gras ist allerdings die, die eigentliche Bedeutung von Gras. Nicht das, was ihr jetzt vielleicht zu denken vermögt.
Nein, wir wollen uns nicht informieren über die mögliche Anpflanzung von Gewächsen. Das ist jetzt gerade nicht unsere Profession, also gehen wir hier rein und hier haben wir das Hinterzimmer. Wichtigstes Element von Harvest Moon, worum geht es denn? Man muss einfach die 2 Jahre, die man an sinnvoller Zeit verbringen kann, wie schon vorweggenommen, mit etwas Sinnvollem verbringen. Sei es, dass wir nun hingehen und uns eine Frau suchen, was wir wirklich können und was auch mein wahrscheinlich höchstes Anliegen ist, denn ich mag das eigentlich ganz gerne, muss ich zugeben. Bin schon ein bisschen schnulzig. Oder wir können halt den höchsten Profit rausschlagen und unser Haus aufpimpen und so ein Zeug. Wir schauen mal. Willkommen! Mein Name ist Nina. Der Samen muss zur richtigen Jahreszeit ausgesät werden. Schön, dass du mir das sagst, Nina. Das kommt überhaupt nicht komisch. Sonst keimt er nicht, ja. Der Samen der Liebe, nicht wahr? Sind wir denn nicht alle ein bisschen verliebt? Tagebuch gefunden, lesen. So, wir lesen es. Und hier steht jetzt ein Herzchen drin. Diese Herzchen sind ganz dezente Hinweise darauf, wie die Sympathie einer zu erobernden Dame, also einer, der wir die Möglichkeit haben zu erobern, denn für uns steht. Das können wir mit Geschenken aufbessern, mit Gesprächen. Man muss einfach für sie da sein, wie das so im wahren Leben ist, nicht wahr? So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir einen schönen Priester. Wie geht es dir, mein Sohn? Oh, homoerotische Action bei den Katholiken ist ja heutzutage an der Tagesordnung, aber ich bin der Meinung, dass es in diesem Spiel zum Glück nicht vorkommen wird. So, vielleicht können wir auch den Priester erobern. Ich bin der Priester dieser Kirche. Rede mit allen Leuten im Dorf. Sie wissen viel zu berichten. Versäume auch nicht, die Schilder zu lesen. Danke. Er hat mich noch nicht mal aufgefordert, bei ihm in der Messe teilzunehmen. Das ist doch schon mal was Schönes. Oh, der Friedhof hier ist ein bisschen spartanisch. Mit Holzkreuzen. Und da ist so ein kleiner Hosenmann. Hallo. Sei gegrüßt. Wow, er ist aber ganz schön höflich für sein Alter. Muss man schon, ne? Da muss man schon auf jeden Fall anmerken. Lauscht einfach mal den wundervollen Klängen der Kirche. Obwohl gar kein hier am Klavier. Orgel? Ich weiß nicht, was das darstellen soll, sitzt. Aber gut, ihr könnt euch natürlich dessen denken, dass an Sonntag, denn dieses Spiel zählt wirklich die Tage auch, ja, eine Messe stattfindet. Das war auch gut zu wissen. So. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Gehört dir die große Farm? Mein Name ist Maria. Maria ist ja auch ein sehr klischeehafter Gottesanbetername. Oh Mann, ich bin vielleicht ein wenig kirchenfeindlich, kann das sein? Endlich ein neues Gesicht in der Gegend. Das freut mich auch. Ich sehe eine Menge neue Gesichter. So, hier haben wir eine Bibel hoffentlich oder ein Buch, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Spiel natürlich früher schon gespielt, aber das ist schon ein Weilchen her. Ereignisse des Jahres. Erster Frühling, das ist genau heute, denn es gibt ja auch Monate, allerdings nur 4 an der Zahl und die sind eingeteilt in die Jahreszeiten. Heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Neujahresfest, das ist übrigens der Eventkalender. Am 23. Frühling haben wir das Blumenfest. Am 12. Herbst haben wir das Erntedankfest und am 20. Herbst das Eierfestival. Wow. Der 10. Winter ist wieder ein Erntedankfest und am 24. Winter ist das Kometenfest. Das ist sogar hier religionsfrei gehandhabt, dass wir hier noch nicht mal Weihnachten haben. Das ist eine antike Orgel. Also haben wir es doch mit einer Orgel zu tun. So, da haben wir den Rednerpult oder ich sag mal den Messetisch. Und was haben wir hier? Lass uns hier beten. Nein, danke. Ich bin leider kein gläubiger Mensch, also insofern sollten wir doch mal hier rausgehen. Ne, das macht mich ganz kirre hier irgendwie, ne? Gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. So haben wir hier, ich verspreche mich schon wieder, das gefällt mir nicht. Hier haben wir den... Was ist denn los, ey? Hier haben wir das Stadtzentrum, das leider heute nicht so rege besucht zu sein scheint, denn hier haben wir nur eine Person, die irgendwie ein bisschen komisch aussieht und ein bisschen... Naja, nicht sehr freundlich reindruckt. Wer bist du denn? Hallo, woher kommst du? Okay, der ist doch einigermaßen freundlich. Du kriegst das mit der Farm ganz allein hin? Ohne deine Eltern? Großartig! Deine Eltern müssen großes Vertrauen in dich haben. Ja, lassen wir unseren 12-jährigen Sohn alleine für 2 Jahre auf einer Farm. Der wird das schon irgendwie hinkriegen. Tolle Eltern. Hast du wohl recht. Oh, da ist der Bürgermeister. Ich erinnere mich noch. Ey, sieht so cool aus. Ja! So, wir gehen aber erstmal jetzt hier. Was haben wir denn hier? Möchtest du den Zettel lesen? Ja, stalken wir die Briefkästen anderer Leute. Ist eine gute Idee. Zur Frischzellenkur ab in die Heilquelle. Wow. Warum der Bürgermeister auch immer sowas in seinem Ding hat. Und der Bürgermeister hat natürlich, so wie das Klischee nun mal ist, ein ganz schön riesiges Anwesen. Aber gut, lassen wir es dem armen Mann doch mal übrig. Der hat so viel Verantwortung zu tragen, der darf auch so ein großes Haus haben. Das sieht aber lustig aus. Ach, unser Kerl freut sich über Bilder. Er ist ein wahrer Kulturfan, das freut mich doch immer. Sagst du hier auch noch was zu? Nee, überall Bücher können wir eigentlich...
Gott und die Welt. Freude am Leben. Sehr schön. Was ist hier drin? Mythen der Götter. Eine Menge theologischer Bücher. Der Mann scheint gläubig zu sein. Okay. Gut, in der kleinen Gemeinschaft ist das, glaube ich, auch Usos, ne? Was haben wir denn hier? Haben wir wieder ein Tagebuch hier? Weil ich glaube, hier, der Bürgermeister hat auch eine Tochter, die zwar schwieriger zu erobern ist, aber immerhin ist sie zu erobern. Ja, da ist sie doch. Sehr schön. So, sie mag uns, obwohl wir noch gar nicht mit ihr geredet haben. Beziehungsweise ein Herzchen ist der Grundstand. Aber, ich meine, ein Herz bedeutet immerhin, dass sie uns nicht abgeneigt ist. Sie ist nur noch nicht überzeugt von uns. So muss man das sehen. So, das ist wahrscheinlich die Gattin. Wie geht's? Ja, das Leben ist hart. Das musst du ja gerade sagen. Aber da müssen wir durch. Ich habe eine Tochter. Sie müsste in der Kirche sein. Oh, dann war das deine Tochter? Dann war Nina deine Tochter. Ah, okay. So, da haben wir hier nochmal die Ereignisse des Jahres. Die muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Vielleicht habt ihr euch sie ja schon gemerkt. Das wäre doch auch schön. Oh nein, ich habe nochmal geklickt. Das ist ja fast wie bei Pokémon im Pokécenter. Ja, ja, ja. Ja. Okay. So. Damit haben wir das auch abgearbeitet. Ich glaube, diesmal werde ich mich auf jeden Fall an die 20-Minuten-Regelung ne? Ihr wisst, was ich meine, so. Und ich hoffe auch, ihr bleibt dran. Ich meine, jetzt ist gerade viel erklären und alles, aber Eile mit Weile, so war schon immer mein Leitspruch. Guten Tag, der förmliche Herr begrüßt uns gleich mal ganz freundlich und vornehm. Wie geht's? Ich bin hier der Bürgermeister, also unterwerfe dich meiner Autorität. Nein, das sagt er nicht, wäre aber wahrscheinlich sein Subtext. Nett, dich kennenzulernen. Im Schuppen findest du einige Werkzeuge, die noch von deinem Großvater stammen. Da liegt auch ein Buch herum, das ihre Anwendung erklärt. Sehr schön. Danke, Herr Bürgermeister. Schön, dass Sie mich kennen, obwohl wir nie ein Wort miteinander geredet haben. Allem Anschein nach. So, hier unten sind wir an der Einkaufsmeile, kann man das so nennen. Sagen wir in dem Geschäftsbereich der Stadt. Und hier steht doch gleich mal eine nette Dame. Die Kneipe ist heute geschlossen. Außer sonntags haben wir jeden Tag geöffnet. Was, sonntags hat die Kneipe nicht auf? Die armen Leute. So, und diese Dame, die ihr rechts unten seht, war damals, als ich das Spiel zum ersten Mal als Kind erfolgreich durchgespielt habe, die Frau meiner Wahl. Die gute Anne hieß sie, glaube ich. Hieß sie Anne? Wir reden einfach mal mit ihr. Bist du der neue Großgrundbesitzer? Ich heiße Anne. Die heißt tatsächlich noch Anne, ey. Mein Gedächtnis lässt mich nie im Stich. Wir werden uns sicher gut verstehen, ja. Denn wenn ich mir eine Dame suchen werde, dann bist das du, allein aus nostalgischen Gründen. Ich kann ja auch schon mal so viel spoilern, wenn man mit dir verheiratet ist, kriegt man eine Kuhmelkmaschine. Ein Mitgift quasi, wie das damals war. Und oh, das ist ein guter Säufer. Der tanzt auf der Stelle. Wir tanzen im Film. Was zur Hölle? Egal. Hallo? Komm, ich möchte mit dir reden. X, warst du schon einmal hier? Ja, ich glaube nicht, dass du dich dran erinnern würdest. Sagst du immer genau das Gleiche? Ja, schade. In den neuen Vertretern der Harvest Moon-Reihe sagen die immer zwei Sätze und dann wiederholt sich alles wieder. Das riecht gut. Übrigens sieht die Frau links unten, die, wie soll ich das sagen, Tavernenhirtin, ein wenig grenzsibil aus, findet ihr nicht? Oh, ein Stück Brot. Diesen Kuchen, ah, das ist Kuchen, kannst du entweder essen oder verschenken. Er kostet nur 500 G. G so viel wie Gold. Nein, danke. Verflixt, du scheinst nicht zu wissen, wie gut dieser Kuchen ist. Hallo, willkommen. Ich sage nur willkommen, das ist doch toll. So, wir können also auch ganz simple Sachen kaufen. Hier ist ein Vögelchen. Hallo, Vogel. Oh, jetzt zwitscht er uns ganz nett ins Ohr. So, hier haben wir jetzt gleich zwei Tagebücher. Oh, lesen. So, N gehört aber übrigens nicht zu der Taverne hier, das ist jemand anders. Hier scheint nichts zu sein. Cool, ich kann mit nichts interagieren, das ist toll. So, dann wollen wir doch gerade mal rausgehen und zu unserem Schwiegervater gehen, zu dem Kerl, der später mal unser Schwiegervater wird. Man muss ja ein bisschen Ambition haben, wenn man so ein Spiel startet. Und zwar in die gute Schmiede, denn die Anne ist eine taffe Frau und hat einen, ja doch, sympathischen Vater, nicht wahr? Willkommen, er sagt auch nur willkommen. Hallo Schwiegerpapa. In Spee zumindest. Sie weiß es noch nicht und sie wissen es noch nicht, aber wir werden bald eine große glückliche Familie sein. So, Anne mag uns auch nur mit einem Herzchen. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man jemanden am ersten Tag kennenlernt. Aber wir wissen es doch, Anne. Wir beide sind geschaffen füreinander. Du wirst es auch noch früh genug erkennen. Ich habe dich schon mal erobert. Es wird nicht schwer sein. Und hier haben wir, wie könnte es anders sein? Die Kuh deutet es schon an und diese ganz unauffällige Farm hier oben im Hintergrund. Ui, wir können von hinten ins Haus rein. Haha, das wusste ich noch. Ja, hier, er hat auch so einen schönen, überhaupt nicht dreckigen Boden. Das ist natürlich der Viehhändler. Hallo? Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Der Viehhändler hasst uns. Ich will dort reden, das ist cool. Dann gehe ich halt außen rum. Hi.
Hi Farmer, sorge für, ich muss ihn so richtig Klischee absprechen, sorge für ausreichend Weiterland, damit deine Hühner und Kühe immer lecker Futter haben. Ich habe noch einige Gras damit übrig, ich bringe sie in deine Schuppen. Komm bitte zur Theke, wenn du Hühner oder Kühe kaufen möchtest. Ja, das mit den Hühnern ist übrigens eine sehr, sehr sinnvolle Idee. Da stehen nur generelle Hinweise übrigens, wie man Tiere hütet. Denn mit den Hühnern gibt es einen guten alten Trick. Die braucht man eigentlich sich nur ein Huhn kaufen. Und für den Rest seines Lebens hat man dann Eier, ausgesorgter Hühner generell. So, das letzte Haus. Ich werde jetzt nochmal alles hier abklappern und dann mit dem guten Kollegen, hier, der Warentypi, der immer die Sachen holt, aus der Kiste dann gleich nochmal zurückfahren. Und dann ist die erste Episode vorbei. So. Wen haben wir denn hier? Das sieht doch schon mal mysteriös aus. Wahrlich, wahrlich. Tritt näher, junger Mann. Weißt du wohl nicht so recht, wo du anfangen sollst. Möchte dich zunächst mit den Werkzeugen vertraut. Mache dich, wenn ich möchte. Das Buch im Schuppen wird dir helfen. Die Floristin erzählt dir etwas über Blumen. Der Vierhänder weist dich in die Kunst der Viehhaltung ein. Dankeschön. Weise, weise Esmeralda, so nenne ich dich ab jetzt. Und sie hat ein kleines Kind. Die Worte der Wahrsagerin bewahrheiten sich meistens. So wie die Wettervorhersage. Ja. Ist da hinten ein Pentagramm? Das ist mir gar nicht aufgefallen als Kind. Das sieht aber lustig aus, ja. Ein Pentagramm ist eine wirklich sehr witzige Angelegenheit. Da hast du schon recht, mein Kollege. Kollege Möhr. So muss ich dich ja jetzt, ne? So, können wir zurückgehen? Ich schlage vor, dass du noch ein wenig mit den Leuten sprichst. Das habe ich jetzt schon getan. Ich wüsste nicht, wen ich verpasst habe. Habe ich noch eine Person ausgelassen? Ich weiß auch immer noch nicht, genauso wie damals, wann das getriggert wird, wann man nach Hause kann. Wird schon irgendwann passieren. Ne? Wahrscheinlich, wenn es spät genug wird oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Laufen wir einfach nur ein bisschen durch die Gegend und ich erzähle noch eine Kleinigkeit. Ja. Wie gesagt, Harvest Moon, ich hoffe, ihr seid dabei. Es liegt mir sehr viel an diesem Projekt, muss ich sagen. Einfach nur deswegen, weil es mir unglaublich Spaß macht. Und weil ich hoffe, viele von euren Fragen, viele Themen abzudecken und einfach mal alles von der Seele zu reden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dabei. Und ihr seid ein bisschen interessiert daran. Ich kenne euch ja, die meisten von euch, und das ist nicht mal irgendwie asozial gemein gemeint. Die meisten von euch werden eher die Sachen gucken wie Harry Potter oder die neuen Spiele, wo es mehr Action gibt, wie Bionic Commando oder Mass Effect. Wobei letzteres mir natürlich noch mehr am Herzen liegt als Harvest Moon, aber ja. Es wäre schön, wenn auch hier ein paar Leute zugucken und vor allen Dingen kommentieren. Es wäre geil, wenn ihr euch mal ein bisschen Mühe gebt bei den Kommentaren, so wie es viele schon machen, wie die gute Freak Mene, die gute Celine oder von mir aus auch der Big Halo Freak. Einfach mal ein bisschen Mühe geben bei den Kommentaren, sich was Lustiges ausdenken. Damit erfreut ihr mich mehr als mit allem anderen. Ich brauche keine Abonnenten, ich brauche keine Favorisierung, keine mag ich, sondern einfach nur schöne Kommentare, wo Leute sich wirklich Mühe geben. Das ist toll. So, kann ich jetzt bitte nach Hause gehen? Ich meine, was muss ich denn hier noch machen? Ich habe doch schon alles abgearbeitet, Kollege. Montag, erster Frühling, Geld 300 G. Das ist schon. Das schon ist das nicht schön. Das ist schon. So, ich habe doch mit jedem geredet. Was soll ich denn hier noch? Das ist gemein. Mach das nicht. Das ist echt gemein, bist du. Blöder Verkaufs-Heini. Jetzt bin ich schon bei 23 Minuten. Hallo Anne, wir reden nochmal mit dir. Bist du der Neue? Ja, das hast du mich schon mal gefragt. Unsere Zukünftige scheint ein wenig vergesslich geworden zu sein. Sie ist ja auch mit Gedanken bei uns beschäftigt und unserem Adonis-Körper, der zwar erst irgendwie 12 ist oder so. Hey. Ja. Ja, ich rede jetzt so lange mit dir, bis du mich endlich gehen lässt. Das wäre echt cool. Ja, was soll ich denn noch mit den Leuten sagen? Das ist ein bisschen gemein. Dieses Spiel ist jetzt, es gibt einem keinen Hinweis, was man zu tun hat. Da wird man ja verrückt, ey. Ach egal, bis 25 Minuten, sagen wir mal 30 Minuten ist die Grenze, wo ich dann schon sagen würde, dann scheiße ich drauf, dass wir eine sinnvolle Partbegrenzung haben. Dann, dann mache ich einfach Cut, aber egal, so lange halten wir jetzt noch durch, laufen im Kreis rum und warten, dass uns der gute Mann endlich gehen lässt. Guten Tag, wie geht's? Ich bin ja hier der Bürgermeister, das wussten wir bereits und kennengelernt hast du uns sowieso schon. Ich weiß nicht, wen ich vergessen haben könnte. Wir gehen einfach nur mal durch das Haus des Bürgermeisters, vielleicht habe ich da ja irgendeine Passage vergessen. So, hier haben wir die Tür, hier haben wir das Schlafzimmer abgearbeitet. Die waren doch überall. Was soll ich denn hier noch machen? Das ist gemein. Lass mich doch endlich gehen. Lass mich gehen. Ich will hier nicht mehr bleiben. Soll ich nochmal in die Kirche gehen? Hallo? Wir beten jetzt einfach mal andächtig dafür, dass wir endlich gehen können. Lieber Vater im Himmel. Ich bin erst 12. Meine Eltern haben mich alleine liegen lassen. Zu Hause. Auf unserer verkommenen, verrotteten Farm. Und jetzt lässt mich ein alter Sack
der mir auch noch Geld dafür gibt, dass ich Rüben sammle, Kinderarbeit also. Nicht aus der Stadt. Das macht mir Angst, das verwirrt mich, das zerstört meine Jugend. Also bitte ich dich, Vater im Himmel, bitte lass mich jetzt endlich gehen. Dankeschön. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich bin mir eigentlich eher weniger sicher, dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Aber gut, versuchen wir es nochmal. Vielleicht ist der Typ ja jetzt endlich zur Besinnung gekommen, na? Zap. Ja, ja, was soll ich denn noch machen? Mann, es ist zu lange her. Ich habe irgendwas vergessen bestimmt. Naja. So, Lektion der Liebe. Geschenke, Gespräche. Ach, hier können wir uns übrigens nochmal informieren, was hier mit der Liebe auf sich hat. Wir gucken mal Tagebücher, ist vielleicht ganz interessant. In den Tagebüchern der Mädchen kannst du lesen, wie sie über dich denken. Ein bisschen Neugier kann nicht schaden. Ja, hier, motivier mich bitte dazu, Tagebücher zu lesen. Schau aber nicht zu oft nach. Gib dein Bestes, um ihr Herz zu erobern. Das werde ich machen, Frau mit dem Pentagramm im Hintergrund. So, die Musik gefällt mir immer noch genauso gut. Jetzt will ich jetzt endlich mal... Ja, liebe Freunde der Nacht. Harvest Moon ist ein grausames Spiel manchmal. Harvest Moon ist ein Spiel, das viel Zeit fressen wird. Und Harvest Moon wird mein neues, sehr interessantes Projekt, hoffe ich mal. Für mich zumindest sehr interessant. Vordergründig. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, wenn wir das nächste Mal endlich aus dieser Stadt rauskommen. Ich gebe mir größte Mühe und wir sehen uns dann. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und irgendwann werde ich vielleicht hier aus dieser Stadt mal rauskommen. Vielleicht in 10 Parts oder so ähnlich. Das Leben hat halt nun mal viele Überraschungen, mit denen wir leben müssen. Ja. Mein Name ist Mör, Mr. Mör, um genau zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.